Willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Slender the Arrival. Ich bin Enno von Yushano und ich wette, diese Tür schließt sich doch mit Sicherheit gleich hinter uns. Get to the tower. Alles bemalt und mit Sicherheit müssen wir dafür diesen Fahrstuhl hier nutzen. Und um den Fahrstuhl zu benutzen, haben wir erfahren in der letzten Folge, müssen wir 6 Generatoren aktivieren. Immerhin keine 8, wie mit den Seiten. Aber mit Sicherheit würde es dasselbe Prinzip sein. Also fangen wir hier an. Ah, jetzt geht's auch weiter. Diese Tore haben sie jetzt geöffnet und wir können uns weiter umschauen. Wie schön. Aber ich denke mal, der Horror geht an dieser Stelle weiter. Bis eben hin war das Spiel für kurze Zeit recht entspannt, aber ich glaube, 6 Generatoren ist dasselbe Prinzip wie mit den 8 Seiten. Je mehr wir haben, desto schlimmer wird es. Und ich hoffe, dass diese Taschenlampe lange aushält. Auf nichts weniger Lust auf darauf, dass die eventuell ausgehen könnte. Ist das? Das ist einfach der gleiche Raum, wo wir vorhin waren. Okay. Okay. Ah, sehr schön. Generator Nummer 2. No, 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 no. Ja, die üblichen Zeichnungen kennen wir schon. Es ist wieder, yep, es ist wieder Fischbecker Generator, wieder FH99. Und scheinbar öffnet sich jedes Mal, wenn wir den Generator. Geöffnet haben, auch weitere Türen. Vier von 6 haben wir jetzt. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Blind the foe, das heißt, dieses Viech verfolgt uns wirklich. Verdammt. Geh weg. Auf die Nähe kann man das nicht so gleich machen. Okay. Gehen wir denn noch schnell weiter? Ah, wir sind nicht draufgegangen oder so. Da ist noch ein Generator. Nein, es ist nicht. Es ist nur so ein Gabelstapler. Verdammt. Da. Verdammt, jetzt humpeln wir. Aber wie kommen wir zurück? Wie finden wir den Rückweg? Okay, ich glaube, wir humpeln aber immer nicht mehr. Geh weg. Ich glaube, was Rückweg angeht, ist das hier schon ganz gut. Unser alter Freund heißt Slender Pupenda. Nein, das ist richtig. Hier ist der Fahrstuhl. Die Pfeile deuten ja dezent drauf, dass man ihn ja nicht übersieht.
Irgendwie. Oh, okay. Okay, haben wir geschafft. Ging schnell. Es waren ja auch nicht gerade zu wenige Generatoren. Ah, ich habe das Gefühl, der Horror ist hier nicht vorbei. Oh doch, ist er. Okay. Progress saved in the selection menu. Ah. Schreibe Nummer 8. I've tried to call you dozen of times. Where are you? Please call me back and let me know if you're okay. Let me know you're okay. Ist es denn das gerade? Ist es ein Bug oder? Sind da wirklich Schritte? If I don't hear back in an hour, I'm coming out there. Yeah. Ja, okay, war ein Bug. Ah, und da draußen ist es wieder hell. Gott sei Dank. Jetzt stürzt es mit Sicherheit irgendwie ein oder so. Nein, ich will raus. Ich will ins Licht. Ich will ins Licht. Wo es hell ist. Ja. Wo ist eigentlich dieser Turm von vorhin? Wo ist Mordor? Wie schön das doch gerade ist. Einfach gerade nur entspannt hier durch die Wälder gehen. Und sich ein wenig umgucken. Die Lichteffekte sind gerade doch schon ganz schön. Obwohl das Spiel, glaube ich, aber nicht sehr anspruchsvoll ist. So grafisch mäßig. Und also, das heißt, es ist nicht gut für welche, die hohen Anspruch selber an Grafik haben. Habe ich zum Glück selber nicht. Also man könnte jetzt unten lang oder oben lang? Zumindest sieht es für mich gerade so aus. Ich glaube, man war hier oben lang. Kann man da hoch oder ist es zu steil? Man kann hier wirklich hoch. Wie cool. Das ist es, was ich meine. Wenn Spiele nicht wirklich, die sollen ein Open-World-Feeling geben. Glad you're feeling better, but that house is too close to the woods. It's too isolated. You need to go somewhere else. I know a place that I think will be safer for you to stay. I'm going to go with you, because my house doesn't feel safe anymore. I nailed all the windows shut, but I still feel too open. I haven't slept in a few weeks either. I'm so tired. Let's get out of here, Kate. I promise I'll keep you safe. Okay. Da ist dieser Turm, zu dem wir, glaube ich, auch hin müssen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich jetzt hingehen möchte oder einfach mal zurückgehen, um die ganze Welt zu erkunden. So Skyrim-mäßig. Die Berge und alles zu erkunden. Banditen suchen. Ich glaube, da ist eine Mine, da müssen wir sowieso rein. Deswegen, ich laufe einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Das sieht aus wie der richtige Weg. Also habe ich so ein Gefühl. Ich möchte aber zurücklaufen. Ich möchte mich umsehen. Ich möchte ins Tal. Oh. Ich muss sagen, also die Gräser hier zum Beispiel sehen alle jetzt nicht wunderschön aus, die Büsche auch nicht, die Bäume auch nicht, aber das Licht und all das so hat dennoch was. Okay, die Batterie oben links, wie man sieht, hat wieder ein wenig abgenommen. Aber ich glaube, wir haben wirklich keinen Einfluss darauf, also unser Spielstil hat darauf keinen Einfluss, wie doll diese Batterie abnimmt. Okay. Moment mal. Da kamen wir her.
Und wir sind von dort aus hier lang gegangen. Aber ich glaube, man kann nicht ins Tal runter. Das wäre aber wahrscheinlich auch... Nee, wird wahrscheinlich nicht gehen. Wäre zu viel des Guten. Okay. Dann laufen wir mal ein bisschen hier lang. Unser Freund hier treibt echt gerade fleißig Sport. Jupp. Diesen Hügel oder Berg hier hochzulaufen ist mit Sicherheit nicht einfach. Da liegt ein Teddybär. Ich habe gerade gedacht, oh, guck mal, der Stein sieht ja echt aus wie ein Teddybär. Und dann so, es ist ein Teddybär. Ist das eine Erinnerung? Oder so ist eine Art? Charlie! Charlie, lunch in 5! Wo hat Charlie mit IE geschrieben? Ja. Bin ich kein Kind? Ich schwimmen gehen. Ich schwimmen gehen, ich kann aber nicht. Ja, ich habe eine Sandburg gebaut. Ja. Komm mit, Charlie. Wir wollen viel Spaß haben. Komm mit, Charlie. Nein. Okay, hier können wir dann nicht lang. Okay, aber in die Richtung? Können wir in die Richtung? Ich glaube schon. Wir können, glaube ich, nicht zurück zum Lunch gehen. Ah, da unterhalten sie sich gerade. Ah, wir campen, wie cool. Mama, Mama, ich komme nicht hier lang. Hier ist ein Zaun. Mama. Was reden die? Ich glaube, man soll das überhaupt nicht verstehen können. Mama, Mama, ich komme nicht über den Zaun. Mama, Hilfe, Hilfe. Ich habe Hunger, ich sterbe hier. Was für Rabeneltern? Ignorieren einfach so ihr Kind. Okay. Vor allem, warum Zaun... Zaunt. Zäunt man so einen ganzen Strand ab? Hat dieses Ding, was ich gerade aufgehoben habe, dieses Bling-Geräusch gemacht? Okay, komm ich auch nicht lang. So nach dem Motto, übersiehst du es mich? Weil ich hätte es mit Sicherheit übersehen, wenn das nicht gerade dieses Geräusch gemacht hätte. Dieser Rand außenrum hier finde ich ein bisschen seltsam. Okay. Was ist das? Ab hier wird es wahrscheinlich kein Zurück mehr geben, oder? Nope. Nope. Was ist das? Es macht bling bling. Bling? Da hinten ist es. Es sind wirklich Bauteile für... So ein Spielzeug, so eine Holzeisenbahn, wo man die Waggons mit Magneten aneinander heftet. Hatte ich auch oft mitgespielt als Kind bei meinen Großeltern. Die hatten die da rumliegen. Ja, Mama, ich komme bald. Ich musste meine Spielsachen einsammeln. Da geht's nicht lang. Ich komme bald, Mama. Ich komme bald. Sind wir Charlie? Ich meine, Charlie stand auf dem Bär drauf. Ich komme gleich, Mama. Ich muss... Ich dachte gerade kurz, dieser Ast beim Baum wäre der Arm vom Slenderman. Ich muss nur meine Spielsachen einsammeln.
Papa, ich bin gleich da. Papa? Mama. Mama? Es ist kalt hier, ich habe Angst. Charlie! Und gruselig. Charlie! Where are you, Charlie? Charlie! Charlie! Oh. Ja, und da habt ihr die wahre Geschichte, weshalb Charlie so geworden ist, wie sie ist. Und Juli und ich müssen seitdem darunter leiden. Ja. So, da hinten haben wir wieder dieses seltsame Auge. So eine kleine versteckte Geschichte so in dem Teddybären, das finde ich ziemlich cool. Ich meine, man hätte da genauso gut einfach vorbeilaufen können und sie nicht sehen, übersehen können. Aber wir haben sie gefunden. Das finde ich cool. So ein kleines verstecktes Easter Egg, irgendwas. Dingens. Weil irgendwie hatte ich schon öfter das Gefühl, irgendwie ein Gesicht irgendwie im Baumstamm zu sehen. Aber jetzt war es auch wirklich mal so. Und das ist eine Signalfackel. Der hat die automatisch angeschaltet, das war ich nicht. Oh nein, nicht in eine, jetzt wirklich in eine Mine rein oder wie? Nein. Ach, Gott sei Dank. Puh, ich finde es gerade sehr schön, gerade kein Gestein über meinen Kopf zu haben. Okay. I want to die. 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 And I want to die. Ich muss sagen, da haben wir echt einen Nachwuchslyriker gefunden. Juli Goethe muss sich Sorgen machen, dass sie hier nicht getoppt wird. Outside. I need to die before it catches me. I'm sorry for any part that is my fault. Everything is leaked out of the back of my head. Okay. Everything is leaked out the head out the back of my head. Hands have teeth. Please tell no one I loved them. It's back now. Hide. Okay. Wen hast du geliebt? Ein Kind oder was? Vergewaltigung? Das waren zwei unabhängige, zwei Thesen, die unabhängig von uns sind. Okay, can you see it? Ja klar, it needs a tape to play, ist ja logisch. Okay. Ah, mit dem Stern jetzt. Kate, I've been doing some digging and came across an old plot of land that belonged to the Matheson family a ways back. Charles was known to take his wife, Diane, and his son, Charlie, to the old homestead stead for family picnics. I never imagined that it would... Okay,
Enno, konzentrier dich. Es ist nur vorlesen, okay. I never imagined that I would see there. I think Charlie may have seen something. Something he was never meant to see. Ah. Also Charlie ist doch ein Jungname. Ich meine mal, Charlie ist also beides so. Kann mal ein Jung, mal ein Mädchenname sein. Charlie, also jetzt von unserer Gruppe hier, hat ja mal gesagt, also meinte mal, Charlie mit EE wäre männlich und mit Y wäre weiblich. Allerdings habe ich auch mal eine, die heißt eigentlich Charlotte, aber hat sich auch, nennt sich per Spitznamen auch. Also lässt sich mit Charlie anreden als Spitznamen. Und die hat es mal genau andersrum behauptet. Keine Ahnung warum. Fand ich witzig. Okay, deswegen war ich mir bis eben nicht wirklich sicher, ob wir ein Jungen oder ein Mädchen gespielt haben. Egal. Enclosed is a recording of my findings and some documents I came across. We are dealing with something dark here, Decade. Something I can't explain. Okay. Da bin ich mal gespannt, was wir sehen werden oder ob wir vielleicht sogar irgendwas steuern werden. The date is September 19th. My name is CR, on site of the Matheson Family Farm, continuing my investigation in Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. Okay, Charlie ist verschwunden. Und wir spielen tatsächlich innerhalb dieser Aufnahme. Das finde ich ziemlich cool. Aber ich denke mal, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss.